Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute den russischen Wissenschaftler und Arzt Arkadi Prokop hier bei mir im Studio und möchte mit ihm über bakterielle Infektionen sprechen, zum Beispiel Syphilis, zum Beispiel, und das ist wirklich eine große Volkserkrankung, ist die Borreliose. Und mal schauen, was die Russen eigentlich schon längst für Anwendungsmöglichkeiten kennen, wo hierzulande noch ein bisschen fehlt. Seien Sie gespannt, wir legen gleich los. Ja, und jetzt darf ich Ihnen den Wissenschaftler auch zeigen. Da ist er, lieber Arkadi, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Alexander. Sehr gerne. Kannst du mir sagen, Borreliosen, Borrelien. Wird da eigentlich infiltriert von diesem Bakterium? Wer ist eigentlich der Wirt für dieses Bakterium? Und wie kriegt man diese eigentlich wieder raus? Ja, ich muss zu Anfang sagen, dass die Borreliose ist eine steigende, riesige Probleme. Man kann es vergleichen zum Beispiel mit Zustand mit Covid. Und aus allen Erfahrungen, man versteht, dass Covid wird in 2-3 Jahren eine banale Infektion wie Grippe. Kommt einmal pro Jahr, dann geht weg. Borreliose aber bleibt ein riesiges und wachsendes Problem. Mehr und mehr Menschen sind mit Borrelien infiziert und mehr bekommen chronische Infekt, der wirkt eigentlich, die beschleunigt Alterungsprozess bei Menschen. Also die Borrelien sind Art von Spirochetten. Sie haben solche Formen wie Korkenzieher. Und die vermehren sich in menschliche Körper. Die vermehren sich auch in, zum Beispiel in die Vögeln. Die vermehren in Säugetiere, auch in die, zum Beispiel auch in Lizards. Wie heißt der Lizards auf Deutsch? Also andere Tiere. Mhm. Die werden übertragen meistens mit den Zecken. Zum Beispiel eine Zecke hat irgendwo einen Hirsch. Hirsch ist infiziert mit Borrelien. Die hat gesaugt und dann nächste Mal hat ein Mensch zum Beispiel und saugt Blut vom Mensch und spritzt auch die Borrelien ins Blut. Ich habe schon gehört, dass es auch von Mücken übertragen werden soll. Ja. Heute, es ist bestätigt, manchmal Mücken übertragen es auch. Und noch die, alle sozusagen Vektors, verschiedene Vektors, so Insekten, die Blut saugen. Also da können wir uns eigentlich fast nicht mehr schützen vor dem Biss einer Mücke, weil da sind wir immer ausgesetzt, Zecke noch eher. Genau. Wir müssen damit leben. Ja, wir müssen erst verstehen, dass erst die... Sehr schwer sich zum Beispiel schützen gegen Mücken. Ja, eine Mücke kann dich doch mit Borrelien versorgen. Ja, auf der anderen Seite, Menschen haben sogenannte natürliche eingeborene Immunität, zelluläre Immunität, und der schützt Menschen gegen diese Borrelien. Zum Beispiel eine Mücke hat sie gestochen, man spürt hier so eine Rötung, dann juckt es und dann entsteht so ein Ring. Ja, das sind die Borrelien, die vermehren sich schon und die verbreiten sich in die Haut. Mhm. Jetzt Immunität kann sie doch angreifen und eliminieren, bei meistens Menschen. Bei anderen, es ist nicht die Frage, Immunität ist ein bisschen zu schwach. Und die Borrelien dann verbreiten sich in Lympha, in Blut und auch durch die Nerven. Das ist das Schlimmste. Dann bekommt man Neuroborreliose. Weil, wieso Borrelien sind so klug sozusagen? Die Borrelien sind sehr gut ausgerüstet mit spezifischen Genen. Mit diesen Genen, sie haben eine Möglichkeit, menschliche Immunität zu unterdrücken. Also die können sich so maskieren, dass Immunität versteht es nicht, was eigentlich, und es nicht Borrelien zu erkennen und zu kämpfen. Dann, sie vertuschen sich immer, tauschen Antigene an Oberfläche und so weiter. Deswegen, sie können sich verbreiten. Manchmal, die verbreiten sich absolut ohne Symptome. Also man hat schon Borrelien, die haben schon in Blut und in Lymph, aber man hat, oder ganz kleine Entzündung, zum Beispiel, man denkt, ich habe eine Grippe.
in 2-3 Tagen, es geht weg. Ja, besonders bei kräftigen, jungen Menschen. Dann die Borrelien haben schon Verstecke gefunden. Und diese Verstecke sind immer solche Orte in unserem Körper, wo es gibt wenige Sauerstoff und ist immer niedrig. Sogenannte hypoaerophile, hypoaerobische Bereiche. Zum Beispiel Knorpel, Knie oder Ellbogen oder irgendwo, wo ist der Knorpel, ist große Menge. Also die hassen Sauerstoff. Die hassen Sauerstoff, deswegen sie wollen es nicht, wann sie sind, sie haben drei verschiedene Formen, ja. Diese aktive Form ist die Borrelien, die sind diese Spirale. Die zweite Form, wann sie verstecken sich in die Zellen, das ist sogenannte roundformige Borrelien, und die sehen ganz anders. Und die sind viel besser geschützt, zum Beispiel gegen Immunität, gegen Antibiotika, weil die sind in die Zellen versteckt. Und die können in diesem Zustand, die können sich vermehren und dann rausgehen, wieder sich transformieren in die Korkenzieher und in die ganze Körper sich verteilen. Und das dritte Form, sie können sich transformieren in ganz kleine Formchen, sogenannte Sporen. Die sind ganz klein und die sind nicht aktiv, metabolisch nicht aktiv. Das bedeutet, dass man in Immunität kann sie nicht erkennen, kaum Fall, weil die sind nicht aktiv, die produzieren keine metabolischen Produkte. Und sie können in diesem Zustand jahrelang bleiben. Schläfer, ja? Schlafen, so ähnlich wie Samen von Pflanzen. Mhm. Ja? Die können jahrelang bleiben inaktiv. Und man denkt, oh, ich habe keine Borreliose. Dann bekommt man etwas, eine stressige Situation oder eine Trauma, einen Schaden, zum Beispiel habe Knochen gebrochen und muss bleiben im Bett lange Zeit, Immunität gesunken, aufwachen sich diese Sporen. Und man hat einen Flash, also einen Wiederanfang von Borreliose. Und man denkt, oh, ich habe bekommen frisch. Nein, es kann sein, das ist die alte. Schläfer. Ich habe zwei Fragen dazu. Können die überhaupt überleben im Sauerstoff oder hassen sie nur den Sauerstoff? Gute Frage. Weil für kurze Zeit auch die Korkenzieher, die Spirochäten selbst, die können überleben. Die wollen aber nicht mehr Sauerstoff, deswegen die verstecken sich gleich bei solchen Situationen oder bei Antibiotika oder bei anderen Therapien. Sie versuchen sich zu verstecken in die Zellen. Also Antibiotikum ist überhaupt kein Therapieerfolg? Leider, es ist nur ungefähr 20% Erfolg im Anfangsstadium. Darf ich schnell switchen zu Syphilis? Dort wird ja schulmedizinisch behandelt mit Antibiotikum. Ganz genau. Mit was für einem Erfolg? Ja. Das muss ich erst sagen, dass, wieso wir sprechen über Syphilis? Weil beide sind Spirochäten und Treponema pallidum, die Erreger von Syphilis, und Borrelia burgdorferi sind Verwandte. Mhm. Die sind, wie ein Weiß sagt, nicht gleiche Bruder, also einen sind zum Beispiel einen in dein Fachen Bruder und der andere ist hochintelligent. Einen ist ein durchschnittliches Intellekt und der andere hat unglaubliches Intellekt. Jetzt kann man raten, wer hat die höhere Intelligenz. Natürlich die Borrelia burgdorferi. Also lässt sich Syphilis eigentlich behandeln damit, weil er nicht so intelligent ist. Genau. Borrelia burgdorferi hat viel mehr Gene, die besorgen diese Schutzmechanismen und diese Versteckungsmechanismen. Ja. Und Treponema pallidum reagiert ziemlich gut an Antibiotika, an Penicillin, an Bicillin, prolongierte Penicillin. Mhm. Also heute normalerweise Syphilis kann man ausheilen ziemlich schnell. Super, gut. Abgehakt. Aber es gibt eine Probleme, zum Beispiel es gibt Neurosyphilis, wann die Spirochäten am Anfang kann, vertragen sich in die Gehirn. Das ist Neurosyphilis. Ui. Und Neurosyphilis ist schon ganz andere Geschichte. Mhm. Man kann nicht einfach in den Gehirn Antibiotika spritzen,
Ja? Und die verstecken sich gut in Gehirnzellen. Und das war eine große Problem, schon lange bekannt. Übrigens, in 20. Jahre Nobelpreis war gegeben für Therapie gegen Neurosyphilis. Das hat bekommen österreichische Doktor, ich habe jetzt den Namen vergessen, auch der hat also mehrere hunderte Patienten geheilt vom Neurosyphilis mit Therapie, mit Fiebertherapie. Ah. Ja? Also bei Introduktion von Fieber, künstliche Fieber, ja, ja, mit bakteriellen Extrakt und so weiter, man konnte doch Immunität so stimulieren, dass die Immunzellen im Gehirn aktivieren sich und können bekämpfen. Kannst du mir noch etwas sagen? Syphilis kenne ich eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern als Geschlechtskrankheit. Aber woher kommt das Bakterium überhaupt? Ich meine, beim Zecken ja, wissen wir ja, es, hast du Zecken, gesagt? Ja, die Borrelien. Bakterien, die Borrelien, die eigentlich heute, man hat es festgestellt, die zirkulieren in Umgebung, in Umwelt schon lange. Das war eine Verschwörungstheorie, das hat man Borrelien spezifisch gezüchtet. Das war die Geschichte, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Amerikaner haben die Forschung vom Japan genommen und Forscher, die haben sich mit bakterielle Ausrüstung beschäftigt. Und die haben diese Wissenschaftler nach Amerika gebracht und die haben angefangen, diese Experimente in der Nähe von Connecticut, in Insel Lyme. Deswegen Lyme Disease in United States. Weil der erste Ausbruch von dieser Krankheit war in 70er Jahre. Wann haben die amerikanische Schule, so Scouts, eine Camp in den Wald und dann kommen die zurück, alle mit komischer Krankheit, alle haben Entzündungen in ihre Knie und so weiter. Und man konnte nicht verstehen. Dann kann man gedacht, das ist eine Infektion. Und Willy Burgdorfer, der deutsche Arzt, der war schon mal in Amerika, der hat es gefunden, der Erreger. Spirochete, okay. Borrelia burgdorferi hat es den Namen gegeben. Aha. Dann hat man gedacht, das war doch in diesem Ort, das war der Labor, die hat sich beschäftigt mit dieser Therapie. Und dann hat man gedacht, dass man sie hat modifiziert, also mehr aggressiv gemacht und dann hat sie es vergessen, weil dieses Labor war vernichtet wegen Umsteigung an Nuclear Weapons. Bakterielle Waffen nicht mehr so aktuell. Die ganze Investition kommt zum Nuklearforschung und dieses Labor war einfach vernachlässigt. Und die Bakterien und die Borrelien und Viren haben sich vertragen in diesem Bereich. Das war eine sozusagen Hypothese. Und heute es gibt auch Bücher auf diese Richtung. Auf der anderen Seite, man macht richtig wissenschaftliche Forschung und findet. Es gibt eine Eiszeit-Mumie, der bekannte Ötzi, hier gefunden in Alpen. Der hat auch Borrelien. Ja, Ötzi, 6.000 Jahre in den Eis gelegt. Okay. Man hat ihn untersucht und hat gefunden, der ist voll mit Borrelien. Okay, dieses Thema Verschwörung ist auch vom Tisch. Ja, noch eine Forschung. Da hat man gefunden zum Beispiel Insekten in den Amber. Die Insekten findet man in diese transparente Steine, Versteinung. Ja. Einen so Insekt, 5 Millionen Jahre alt, hat man analysiert, hat doch Borrelien gefunden. Also Borrelien gehören zum Leben? Die gehören zum Kreis vom Infekten, ja. Die zirkulieren immer, immer und immer. Aber jetzt hast du mir noch nicht gesagt, woher denn Syphilis kommt. Das ist ja auch ein Bakterium. Ja, das Gleiche, die sind auch Verwandte. Auch das gehört zum Leben. No, aber Syphilis-Übertragung kommt nur bei Geschlechtskrankheiten meistens. Mhm. Aber Borrelien vertragen sich verschiedene Wege. Gut, auf jeden Fall, behandeln, was Antibiotikum. Ist zurück zu unserem Thema. Wieso verbreitet sich Borreliose? Erst verbreitet sich Kontakt. Die Menschen mit Natur kontaktieren immer mehr. Mehr und mehr Häuser entstehen so irgendwo in den Wald. Menschen wollen gerne, leben ja immer die Bäume, die Vögelchen, die Tiere
diese Tiere alle übertragen Borrelien. Mhm. Da gibt's diese Vektor, verschiedene Insekten, die ziemlich schnell übertragen vom Hirsche, ja, vom Mäuse an Menschen. Weil zweite ganz wichtige Ursache: Menschen bekommen immer eine abgeschwachte Immunität. Abgeschwachte zelluläre Immunität. Resistenz, natürliche Resistenz gegen Borrelien ist deutlich niedriger bei Menschen, weil wir haben einfach kontinuierliche sozusagen Schaden vom Umweltverschmutzung. Wir haben Schwermetalle mit Ernährung, mit Wasser, auch mit Inhalationswege. Wir haben abgeschwachte Immunität wegen auch Bestrahlung und einfach zu viel Stress. Alle diese Faktoren erniedrigen natürliche Immunität. Und Borrelien können sich viel schneller vermehren. Oder von Geburt aus schon, hast du in einer anderen Sendung gesagt, das geerbte Immunsystem ist vielleicht auch schon geschwächt. Immunsystem ist geschwächt und noch schlimme Neuigkeiten, dass die Borrelien können sich von Mutter zum Kind übertragen. Also je schwächer unser eigenes... Transplazentare Übertragung, ich hab in meine Patienten zweimal solche Dinge gesehen. Sehr kompliziert. Und zwischen Partners, zum Beispiel zwischen Vater und Mutter, ja, ich hatte einen sehr komplizierten Fall. Vater, Mutter und ein Kind. Ja? Kind hat eine geborene Borreliose. Wo bekommt er Borreliose? Man untersucht Mutter. Ja, sie hat Borrelien. Obwohl sie war nie in Kontakt mit Insekten oder was. Wo hat sie bekommen die Borrelien? Vom Vater, von seinem Mann. Der Vater hat blühende Borreliose, ganz wenig Symptome, aber Spirocheten können sich übertragen, so genau wie Syphilis. Also, Vater hat Symptome, aber relativ fühlt sich wohl, nichts Besonderes. Mutter hat keine Symptome, aber Kind hat eine geborene Borreliose. Wie ist ein Haustier, was sehr häufig im Haus ist und zwischendurch rausgeht, kann sich ja auch infizieren? Über Hunde, es ist sicher, klar. Und der Hund überträgt es wieder an das Herzen? Ja, Hunde können natürlich Borreliose bekommen durch die Zecken. Die Hunde, die laufen in den Wald und laufen mit dem Gras. Mit Katzen kann ich nicht sagen, aber Hunde sicher. Aber wir können uns wieder eigentlich infiltrieren durch den Hund. Ja, vom Zecken. Also betrifft es eigentlich uns alle als ganz ernstes Thema. Ja. Mit einem geschwächten Immunsystem sind wir sehr empfänglich, dass die Borrelien ausbrechen können. Ja. Starkes Immunsystem wird her. Genau. Deswegen mehrere Menschen haben zum Beispiel minimale Symptome von Borreliose, obwohl man kann es nachweisen bei Immunwerte, Immunoglobuline GM. Ja, man kann es sehen, wie lange schon hat man Borreliose, was für eine akute Phase oder chronische Phase. Aber man hat keine Symptome. Man hat solche Forschung in Norwegen gemacht für Forster, die Menschen, die immer im Wald arbeiten. Also, 100% sind infiziert, 10% haben Symptomatik. Andere, so 20, 30, ganz kleine Symptomatik. Und weitere 20% haben ganz schwere Symptome, sie müssen in Rente gehen. Aber dann Schlimmste passiert weiter. Wann diese Menschen, die haben keine Symptome, kommen zum Alter 70+, 80+, bekommen sie Demenz. Bekommen sie Alzheimer-Krankheit. Man denkt, ja, Alzheimer, man hat zu viel geraucht, zu viel getrunken, zu viel Stress. Man macht Autopsie und findet im Gehirn Borrelien, in den Neuronen, viele Borrelien. Das haben die amerikanischen Wissenschaftler ganz toll gezeigt, gefunden. Also, Borreliose kann als eine chronische neurodegenerative Krankheit manifestieren. Erst im Alter 70+, 80+. Ich hatte einen Fall in Mallorca. Solcher Fall. Mit einer Frau. Sie war schon Ende 70. Ja. Und obwohl gesundes, alles gesund gelebt und so weiter, hat sie angezeigt so eine steigende Demenz. Also alles, was gehört zum Demenz, vergisst alles und verirrt sich und so weiter. Man hat natürlich alles ausprobiert, sagt nein, man kann nicht was zu machen. Also die Frau
musste schon in ein Altersheim für demente Leute gehen. Parkinson auch degenerativ. Parkinson auch gehört zum. Und Multiple Sklerose manchmal. Sie kommen zu mir und ich habe gefragt, haben Sie an Borreliose getestet? Und der Mann sagt, nein, wieso nie. Auch? Ja. Bitte machen Sie es. Kommen die Analyse und wir sehen eine blühende Borreliose. Ja? Was haben wir dann getan? Ja, lassen wir jetzt probieren. Intermittierende hypoxische Therapie plus Nahrungsergänzungen plus bioidentische hormonale Therapie. Also Sauerstoffunterversorgung, ja? Die Borrelien kommen raus. Und drauf haut man drauf und die zählen sich wieder zurück, die wo überleben. Ja. Und wieder Sauerstoff weg, Sauerstoff drauf. Ja. Du weißt ja schon das Mechanism. Cool, also, ja? ich habe diesen Mechanism verstanden erst nach 10 oder mehr Patienten. Weil ich sehe zum Beispiel Patienten, die fangen an diese Therapie. Die haben Symptomatik, also Schmerzen in die Gelenke, haben Fieber, haben also schlechte Schlafqualität und Nebel im Kopf. Da ist das ganze Spektrum von Symptomen. Dann fangen sie an mit dieser Therapie und alles verbessert sich ziemlich schnell. Also Entzündung geht nach unten, Schmerzen gehen weg und so. Ziemlich schnell, manchmal nach dritter, vierter, fünfter Sitzung schon. Aber ich brauche jetzt nicht die Diagnose von einer Borrelien, um präventiv dieses IHHT anzuwenden, oder? Ja, ich glaube, dass mit Diagnose natürlich, es ist schon eine Anzeige, man muss ja diese Therapie machen als präventiv, dann können sie nicht weiter verbreiten. Ja, aber ich meine, welcher 70-Jährige geht jetzt präventiv ins IHHT? Erst bei Symptomen geht man zum Arzt und der sucht nach der Ursache und findet möglicherweise durch einen solchen Arzt, wie du es bist, dass man Borrelien testen sollte. Aber ich denke mir jetzt einfach auch, wenn ich das so höre, dass das eine Volkskrankheit ist, dass jeder von uns zu Hause Borrelienträger sein könnte. Ja, wir haben Risiko, natürlich. Alle, die wir leben zum Beispiel in der Natur und auch die Natur lieben, wir gehen 2-3 Mal pro Jahr zum Beispiel einen Ausflug, eine Wanderung in den Wald. Natürlich, es gibt ein großes Risiko, Borrelien an sich zu bekommen. Das Wichtigste ist das Folgendes. Wieso funktioniert überhaupt Sauerstoffschwankungen gegen Borrelien? Das ist die Frage. Jetzt müssen wir erinnern, dass die Borrelien verstecken sich in hypoxischen Nischen. Sauerstoffarmen Bereiche. Und solche sauerstoffarmen Bereiche sind zahlreich in unserem Körper. Ja. Es sind die Nummer 1, das sind die Knorpel. Nummer 2, Sehnen. Nummer 3, auch die in Knochenbereiche und Nummer 4, komischerweise Gehirn. In Gehirn, wir haben auch hypoxische Nischen. Wir haben überall in unserem Körper solche Nischen und auch natürlich in Knochenmark. In solchen Nischen schlafen die Stammzellen. Ja. Die Stammzellen brauchen niedrigen Sauerstoff, sich zu erhalten. Mhm. Dann sie bekommen ein Signal, die können sich zu vermehren und dann transformieren, differenzieren, schon in normales Sauerstoff. Aber für ihre Erhaltung, sie brauchen hypoxisches Bereich. Und genau in diesem Bereich verstecken sich die Borrelien. Weil die brauchen für ihre Vermehrung, für ihre gute Lebensqualität, die brauchen kontinuierlich niedrigen Sauerstoff. Mhm. Bei diesem Zustand, sie können sich regelmäßig vermehren und rausgehen in Blutfluss, in die Lymph und sich in die, sozusagen in den ganzen Körper verteilen. Und plötzlich in diese geschützten Bereiche bekommen Borrelien solche unangenehme Schwankungen vom niedrigen Sauerstoff zum höheren Sauerstoff. Niedriger Sauerstoff für Borrelien ist eine Einladung. Hurra! Party. Wir kommen raus, wir können jetzt die ganze Körper erobern. Und plötzlich kommt höherer Sauerstoff. Das ist für Evolution von Borrelien ist absolut neues Faktor. In Millionen Jahren von Evolution von Borrelien, dieser Faktor hat nie gegeben. Mhm. Und plötzlich, es kommt. Und die Borrelien haben keinen Schutz gegen diese, weil die sind zu ausgelockt. Weit weg. Mit niedriger Sauerstoff und dann plötzlich kommt höherer Sauerstoff. Und dann diese Schwankungen, die produzieren auch bestimmte oxidatives Druck
in Borrelien selbst. Also alles kommt Mischmasch und sie können es nicht zu vermehren, sie können sich nicht schützen, die bekommen eine Target für Immunität. Ja, Immunität kann sie erkennen, endlich. Dann Immunität greift an und vernichtet die Borrelie, aber Schritt bei Schritt, nicht gleich. Hm. Und dieser Prozess muss dauern Monate. Also Monate. Einmal, er muss immer wieder mal kommen, der Patient atmet an diesem Gerät in die Hypo-Hyperoxie. Ja. Jeden Monat wieder und man killt eigentlich immer wieder ein paar. Immer wieder ein Stück von dieser Borrelien geht weg. Ich vergleiche es immer mit einer Bio-Gärtnerei. Du kannst zum Beispiel, du hast viele schlechte, schädliche Insekten in deinem Garten. Was kannst du? Du kannst alles verstreuen mit Chemikalien. Ja. Keine Insekten mehr, aber auch keine Bienen, keine Schmetterlinge. Alles ist tot. Und noch dazu, du isst dieses Produkt. Toll. Bist du auch ein bisschen vergiftet. Alternative. Du kommst jeden Morgen früh und nimmst du alle Schädlinge in einen so, in etwas, ja, und dann vernichtest du es. Wird jeden Tag besser. Jeden Morgen machen. Und am Ende 2-3 Monate hast du keinen mehr Schädling mehr. Ja. Das ist die biologische Therapie. Mhm. Und das macht diese Methode. Das Problem mit dieser Methode, dass idealerweise, man muss es jeden Tag machen, für mehrere Monate. Und das bedeutet, man muss das Gerät in seinem Schlafzimmer haben. Das ist das Problem. Weil die Geräte sind leider teuer bis jetzt. Und man muss natürlich noch eine Unterstützung vom Spezialist haben. Man muss kontrollieren die Sitzungen, welche Sauerstoffschwankungen jetzt passen dir. Man muss natürlich auch Ernährung umstellen machen, ganz wichtig, und bestimmte Nahrungsergänzungen. Die Sendezeit ist leider schon durch, aber ich kenne auch Ärzte in der Schweiz, die machen das ja auch schon so. Und es gibt Patienten, die ich kenne, die auch so Geräte schon kaufen. Statt ein großes Auto, hast du mir heute beim Mittagessen gesagt, kann man sich auch mal ein Gerät leisten, um einfach für die Gesundheit was zu tun, speziell bei schmerzgeplagten Menschen. Was ich jetzt auch noch gelernt habe, ist, dass das Immunsystem extrem wichtig ist. Ein gutes, starkes Immunsystem ist in der Lage, diesen Erreger im Schach zu halten. Ja. Kann aber sein, dass das Immunsystem mit 70, 80 Jahren sich auch schwächt und es erst dann ausbrechen kann. Und daher sind wir alle gut beraten, bei Problemen, auch im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen, einfach mal die Diagnose zu verifizieren, ist es Borrelien? Denn dann könnten wir arbeiten. So, und jetzt wissen wir auch, dass die Hyperhypooxie ganz viel mehr auch noch kann. Das war jetzt nur eins von vielen Themen, die wir miteinander schon besprochen haben. Deshalb die Frage, was kann ein Therapeut, ein Arzt noch erwarten von diesem System, von dieser Technologie? Gibt es eine Plattform, wo man sich schlau lesen kann? Ja, natürlich. Erst muss ich sagen, dass ich habe ein Buch publiziert an diesem Thema, leider nur auf Englisch. Die ist in Amazon, kein Problem, zu kaufen, zu downloaden. Die Buch heißt Undoing Lyme Disease. Ja, also... Gegen Lyme Disease, gegen Borreliose. Perfekt. Also man kann es finden ganz einfach in Amazon. Aber hier, im deutschsprachigen Raum, wir haben schon mehrere Spezialisten ausgebildet. Und hier in der Schweiz, wir haben ein ganz tolles Zentrum für diese Methode. Das ist die Fit for Life Studio. Der Besitzer ist Michael Bach. Michael Bach, ja, und ich kann nur empfehlen dieses Studio, weil die haben tolle Erfahrung, die haben tolle Geräte, die haben auch diagnostische Möglichkeiten. Mhm. Also für diesen Zweck, Gott sei Dank, es gibt solche Plätze. Und er weiß auch, wo die Ärzte noch sind in der ganzen Schweiz, wo man auch Zuweisungen machen kann, wo man sich diesbezüglich mal therapieren oder messen lassen kann. Ja, stimmt. Ich danke dir ganz herzlich für wieder eine so wertvolle Sendung und ein ganz wichtiger Ansatz. Ich werde das auch in weiteren Diskussionen mit Ärzten einbringen, wenn wir über Alzheimer und Demenz sprechen, dass man diesen Punkt bitte ja nie vergessen sollte, wenigstens mal abzuklären. Ja. Weil es ist so logisch, was ich gerade gehört habe. Es ist logisch, weil das ist auf Biologie basiert, nicht auf einfach schulmedizinische Dogmen. Es ist reine Biologie. Alles, was nicht Biologie verbunden ist in Medizin, ist schon sehr fraglich. Und nochmals, es ist nicht eine Neuzeiterscheinung, die Borrelien, die gibt es schon immer,
Aber je schwächer unser Immunsystem ist, desto empfänglicher sind wir auf die Reaktionen. Ganz wieder völlig genau. Logisch. Ja. Aber wir Menschen sind ja nie schuld. Es sind immer alle anderen schuld. Die bösen Bakterien sind schuld, oder? Stimmt. Nein, das sind wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Gesundheit und zu schauen, dass unser Immunsystem stark ist. Und fit ist einfach wirklich Herr zu bleiben über den eigenen Körper und solche Borrelien zum Beispiel keine Chance haben zum Ausbruch. Leider ist die Situation umgekehrt. Wir sind immer ein verträglicherer Wirt für die Borrelien. Sie können sich immer mehr vermehren und ausbrechen, sodass eigentlich diese Kurve immer steiler wird und immer mehr Menschen betroffen sind. Bitte seien Sie wachsam. Lassen Sie sich auch mal die Diagnose bei Ihrem Arzt mal checken, wenn Sie da diesbezüglich konfrontiert sind mit einer dieser neurodegenerativen Erkrankungen. Einfach mal zu wissen, ist ein Zusammenhang da? Ja, nein. Und wenn er da ist, wissen Sie, dass man mit dem Bereich Hyperhypooxidtherapie eine große Chance hat, diesen Erreger wieder in den Griff zu kriegen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Alles Gute und Wiedersehen miteinander.